Mein Mann empfand plötzlich eine romantische Anziehung. Direkt in der Hotellobby. Und gib mir den Zimmerschlüssel. Ich muss das verstecken. Oh nein, ich glaube, ich habe meine Handtasche auf dem Tisch vergessen. Ich bin sofort zurück. Aber Ben wartete nicht und sprang gleichzeitig mit einer schönen jungen Frau in den Fahrstuhl. Oh nein, 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 warte! Halte die Tür auf! Ich kam zu spät. Ich musste die Lage sofort in den Griff bekommen, denn es war sogar noch ernster, als es schien. Mein Mann empfand nicht ohne Grund eine romantische Anziehung. Ich löste sie aus. Doch ich hatte diesen Effekt nicht so schnell erwartet. Ich dachte, er würde eintreten, wenn wir alleine in unserem Zimmer waren. Hat mein brillanter Plan versagt? Ich hoffe, er hat nicht seinen Spaß da drin. Ich stieg in den anderen Fahrstuhl. Aber Ben war nirgends zu finden. Sein Handy war nicht zu erreichen. Also ahnte ich, dass er noch im Fahrstuhl war. Und ich hatte recht. Wie sich herausstellte, war er stecken geblieben. Was? Nein, Sie müssen ihn sofort reparieren. Ma'am, es ist alles unter Kontrolle. Wir haben bereits bei der Reparatur angerufen. Die werden in 20 bis 30 Minuten hier sein. Auf keinen Fall. Mein Mann ist da drin. Und er wird so lange nicht warten können. Was ist mit ihm? Ist er krank? Ja, er ist klaustrophobisch. Sie müssen sofort etwas tun. Der Hotelangestellte hatte keine Ahnung, wie er helfen könnte. Also musste ich mich selbst darum kümmern. Schließlich würde ich hier nicht stillschweigend warten, während mein Mann seine romantischen Gelüste mit einer anderen Frau erfüllte. Okay, okay, lassen Sie mich Ihnen helfen. Jede Minute, die mein Mann da drin verbringt, ist kritisch. Holen Sie mehr Werkzeug. Arbeiten wir zusammen. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht so geschwitzt. Nicht mal im Fitnessstudio oder mit Männern. Obwohl ich, glaubt mir, in beiden Fällen größte Anstrengungen machte. Leider war alles umsonst. Der Fahrstuhl steckte zwischen den Etagen fest. Selbst wenn wir die Türen aufbekommen würden, würden wir die Leute nicht befreien können. Da erzählte mir der Hotelangestellte von der Fahrstuhlsprechanlage. Was? Wieso erzählen Sie mir erst jetzt davon? Schon bald konnten wir meinen Mann leicht erreichen. Schatz, es tut mir leid, aber dein Zustand kann bis zu 4 Stunden anhalten. Aber ich glaube daran, dass du dich kontrollieren kannst. Halte durch, egal wie hart es ist. Warst du das? Hast du mir etwas ins Essen gegeben? Schatz, sei mir nicht böse. Es war alles nur für unsere Beziehung. Es gab eine Pause und ich dachte schon, die Verbindung wäre abgebrochen. Dann sagte Ben, er würde lieber die ganze Nacht dort drin bleiben, da er mich nicht mehr sehen wollte. Und er legte auf. Der Hotelangestellte sah mich abschätzig an, aber die Meinung anderer hatte mich nie gekümmert. Rufen Sie mich, wenn der Techniker ankommt. Währenddessen entschied ich, mich in der Bar zu entspannen. Ich musste mir etwas Neues ausdenken, um Ben für mich zu gewinnen. Wieso so traurig, Ma'am? Ich erzählte dem Barkeeper ehrlich von meinen Problemen, wie ich meinen Mann schon oft betrogen hatte. Da ich absolut sicher war, dass er eine Schönheit wie mich nie verlassen würde. Letzte Woche habe ich seinen besten Freund verführt. Ben hat es herausgefunden und entschieden,
die Scheidung einzureichen. Unter Tränen flehte ich ihn an, mich in diesem Hotel zu treffen und schwor mir, dass ich alles tun würde, um ihn zurückzugewinnen. Um meine Chancen zu erhöhen, benutzte ich die blaue Pille. Aber wieso betrügen Sie ihn? Wieso sind Sie nicht einfach gegangen, wenn es Ihnen mit anderen Leuten besser geht? Weil mir die Ehe mit Ben finanziell sehr zugute kommt. Ich muss überhaupt nicht arbeiten. Doch ich wusste nicht, ob Ben mir für den Vorfall mit der Pille vergeben würde. Und wieso hatte die Frau im Fahrstuhl kein Wort gesagt? Sie hatte uns nicht mal gebeten, uns vor Ben zu retten, der wie ein Perverser aussah. Sie vergnügten sich vermutlich da drin. So viel stand fest. Ich beschloss, keine Zeit mehr zu vergeuden. Können Sie eine Pause machen? Wir haben 15 Minuten. Ich nutzte die Pause, die Ben im Fahrstuhl mit der Frau verbrachte. Tut mir leid. Ich würde liebend gern noch etwas länger hier bei dir bleiben. Aber der Techniker ist gekommen, um meinen Mann zu retten. Der Fahrstuhl war innerhalb von Minuten repariert. Aber als sich die Türen öffneten, bat mein Mann um 5 Minuten mehr mit ihr. Was? Sollen wir euch auch noch Champagner und Gläser bringen? Als Anwalt wusste Ben, wie man verhandelte, sodass sie ihm direkt zuhörten und die Fahrstuhltüren schlossen. Ich musste dastehen und wie eine Idiotin warten, bis diese Turteltauben genug voneinander gehabt hatten. Aber das war noch nicht das Ende der Demütigung. Als sie aus dem Fahrstuhl kamen, verabschiedete Ben sich nicht nur höflich von der Frau, er fragte sie auch nach ihrer Nummer. Du fragst direkt vor mir nach ihrer Nummer? Wie kannst du es wagen? Und wieso gibst du sie ihm? Er ist pervers. Schau ihn dir nur an. Ben ging nicht auf meine Beleidigung ein. Er ging an mir vorbei, als existierte ich nicht. Von diesem Moment an musste ich für alles selbst bezahlen. Tut mir leid, aber Ihre Karte wurde abgelehnt. Haben Sie Bargeld oder vielleicht eine andere Karte? Schon bald reichte Ben die Scheidung ein. Und mir blieb wortwörtlich nichts übrig. Doch ich hatte einen Plan B. Mein Auto zu verkaufen und meine Brustgröße zu verdreifachen. Jetzt wird er mir nicht mehr widerstehen können und mich zurückhaben wollen. Überraschenderweise erlaubte er mir, in sein Büro zu kommen. Das war ein gutes Zeichen. Er musste mich vermisst haben. Aber statt einer Umarmung gab Ben mir... Hier ist eine Hochzeitseinladung. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Hättest du mich schließlich nicht betrogen, hätte ich an diesem Tag nicht die Liebe meines Lebens im Fahrstuhl getroffen. Ich war überzeugt, dass Ben mich nie verlassen würde und tat alles, was meine stolze Natur verlangte. Doch Karma holte mich schließlich ein. Nie wieder traf ich einen so guten und erfolgreichen Mann wie Ben. Seitdem verbringe ich die meisten Abende in Bars mit irgendwelchen Fremden, die sich für mich nur für eine Nacht interessieren. Denk dran, schätze, was du hast, bevor die Zeit dich dazu bringt, es zu schätzen.